Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer letzten kleinen Folge von Let's Play O-Ton Spec Ops The Line of the Xbox 360. Hier werde ich euch jetzt noch kurz zeigen, wo die von mir verpassten Intel-Dokumente versteckt sind. Eins ist direkt hier. Das, ja, nehmen wir jetzt direkt mit und hören uns direkt an. Commander of the 33rd Battalion. Husband of Elizabeth and father of Jeremy. If you are reading this, the desertion of the 33rd is undoubtedly no longer a secret. I have failed my mission. Worse, I have failed my men. If any of them be found alive, let it be known that they are innocent. As their commander, I forced them under extreme duress to stay in Dubai. To disregard their orders, I alone am to blame. Ja, tolle Wurst. Das ist natürlich hier direkt am Anfang, bevor man auf die ersten Gegner im ersten Kapitel trifft. Genau, hier sind die ersten Leichen. Und, ja. An der Stelle machen wir dann den nächsten Cut und gleich seht ihr dann das nächste Intel-Dokument. So, und da sind wir auch schon in Kapitel 2 und kurz vor dem nächsten Fundstück. Das ist direkt am Anfang, wie gesagt. Hier habe ich tatsächlich beide. Sehr schön. Beide Intel-Dinger verpasst. Ah, the paradise of the rich, Dubai. In all my days, I've never seen such a beautiful pile of junk. Murdoch's boys are running scared, but I'm in for the long haul, baby. The Gathering Storm, an exclusive eyewitness account of the fall of Dubai. Damn, if that title ain't what Pulitzers are made of. Which reminds me, ah, shit, I need to dig up something nice for the Colonel. Little thank you for letting me tag along. Now if I can just grab some Sandstorm B-roll. Any minute now. Any minute now. Fuck, this is boring. Come on, give me something. Ja, das waren schon die erste Ansage vom diesem Radio Guy, von diesem Radiosprecher. So, und dann gibt's dann gleich da schon direkt das zweite aus diesem Abschnitt. So, und dann sind wir auch hier schon beim zweiten Fundstück in diesem Abschnitt. Das ist hier unten diese in dem Fernsehsender hier ein kleines zu schnell zu übersehendes Dingen. Direkt bei diesen Aufnahmen. Promptern. Prompter ready. Huh? Tony? What the hell is this? What's what? The prompter says we're telling people to stay home and wait for the evacuation force. Where we get that? I haven't seen anything about an evacuation force come down from the wire. Just read it and smile. That's what we pay you for. Tony, this isn't ethical. I'm a journalist. Viewers, trust me to... You're a pair of tents that can read a teleprompter. You do the story, or I get someone else who will. Now we're on in 5, 4, you three, are a fucking asshole, 2, Tony. 1. Okay. Ja, sehr freundlich. Anyway. Damit wäre dann auch in Kapitel 2 alles gefunden worden. Und dann gucken wir gleich mal weiter. So, und da wären wir dann auch schon beim nächsten Fundstück. Das ist hier das erste Mal kurz nach dem also das ist kurz nach dem ersten Einsatz von dem weißen Phosphor. Da sollen wir dann hier in das Gebäude eigentlich rein. Da geht es dann auch schon direkt zum nächsten Kapitel. Aber hier ist nochmal ein bisschen was zu finden. Go ahead and just say your name into the recorder. Pete Gobi, Private First Class. Thanks, Pete. So the question everyone back home wants to ask is, why? The Red Cross, the Pentagon, even the President have all turned tail and run. Why stay here?
See, I joined up out of high school. I didn't want to go to war or anything, but then I got tossed in with the 33rd and ended up doing two tours in Afghanistan. Disaster by anyone's standards. Yeah, no shit. I can't tell you how many times we rolled past kids fighting over garbage on our way to some bullshit op. So when the colonel saw a chance to actually do some good here, hell yeah, he took it. What about the people back home? Calling you deserters? Traitors? Man, fuck them. I'd love to go home, you know? I got a daughter I ain't seen since last Christmas. But my baby girl, she's safe in her bed right now. These people here, they ain't so lucky. What, I'm supposed to abandon them just because I get homesick? Nah, we're better than that. So you trust the colonel's decision? 110%. Colonel's a great man. Standing by his side makes me a traitor, and so be it. Ja, so, und dann, glaube ich, fehlt uns auch nur noch ein Stückchen und das sehen wir dann gleich. So, nachdem wir dann jetzt vorhin in Kapitel 7 das vorletzte Fundstück gefunden haben, kommen wir hier in Kapitel 9 direkt zu Beginn auf das letzte. Das ist, jetzt wo ich es gerade sehe, echt kaum zu übersehen, aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit dem Rücken dazu direkt startet, kann man es schon mal übersehen. That one girl, the girl whose face you cut out of old photographs? Well, to Conrad, America was that girl. 50 stars, 50 states, the whole union, blacked out. Don't know why he did it. Maybe it was out of anger or a misguided attempt to create a symbol. Whatever the sentiment, his command team clearly disagreed. Jeff Bowles, Ken Tebbe, David Long. They stood up to their commander, their friend. And in return, he tied them hand and foot and burnt them alive. Makes you wonder what he'd do to someone he hated. Ja, und da haben wir dann auch hier das finale Chief, also nicht das finale Achievement, aber das Intel Achievement bekommen. Gibt natürlich noch eine ganze Menge andere. Ich habe bisher jetzt nur 36 von 50, aber ganz ehrlich, da brauchen wir auch einfach ein bisschen Zeit für. In diesem Sinne haben wir dann auch alles jetzt geschafft und ich verabschiede mich von euch von diesem Let's Play und wir sehen uns dann beim nächsten. Macht's gut!